So, es geht zum ersten Bohrer. Hier aus Bidar wollen wir rüber in die menschliche Kolonie oder den menschlichen Außenposten, wo der Bohrer steht. Das haben wir in der Forscherversion auch von einem Dreivierteljahr mal gemacht. Also wer das Video gesehen hat, der kennt den kommenden Kampf jetzt hier. Und der ist tatsächlich auch gar nicht so weit. Also der Bohrer ist hier direkt vor den Toren der Stadt. Aber ich hole mir mal sicherheitshalber noch ein bisschen Gesundheit. Weil noch habe ich ja nicht die Upgrades, mit denen ich mich heilen kann. Beziehungsweise beim Betreffern heilen kann. Jetzt müssen wir allerdings, bevor wir hier in den Bohrer rein können tatsächlich, denn da ist ein Kraftfeld drauf, müssen wir erstmal ein paar Generatoren ausschalten. Ach, komm schon. Und Katha hat genau die richtigen Worte dafür. Ich habe jetzt aus Spaß mal den DirectX 12 Modus gestartet, um mal zu gucken, wie so performancemäßig, wie sich der so anfühlt. Da ist jetzt noch ein bisschen Shader Stutter manchmal drin, hat man gerade auch gemerkt. Hier sowas zum Beispiel, wenn jetzt seine Effekte zum ersten Mal auftauchen. Obwohl es am Anfang, bevor man das Spiel startet, eine Shader-Kompilierung gibt. Och na, jetzt hat es hier mal geklappt mit diesem verlangsamten Move zur Seite. Jetzt wieder nicht. Ganz gut farbkodiert hier immerhin, dass man die Station hier auch ganz gut sieht, auch mit dem volumetrischen Licht. Das hilft schon mal ein ganz Eckchen. Im Notfall kann man natürlich auch immer noch den Dings einschalten, den Scanner. Hier die Tür wird wahrscheinlich zu sein, oder? Ja, da müssen wir noch einen weiteren Schalter aktivieren, zum Beispiel den hier. Später auch lernen, dass man in der Luft ausweichen kann. Aber jetzt legen wir erstmal den Generator frei. Das Blöde ist leider, dass man das wirklich jedes Mal eigentlich genauso macht. Also diese größeren Basen, die so einen Generator drin haben, das läuft immer gleich. Was tatsächlich ein bisschen schade ist.
Auch diese optionalen Türen zum Beispiel, das geht auch immer nochmal über so ein Netz von Schaltern. Das gibt dann in großen Basen halt immer diesen Generator und in der Regel noch eine so eine optionale Tür. Also am Ende sind es meistens dann in so einer großen Basis 6 Schalter, die man drücken muss. Und den Generator kaputt machen. Irgendwo ist jetzt noch ein. Ah ne, guck mal, jetzt ist. Ah ne, 5 waren es. Jetzt ist da drüben die Tür aufgegangen. Dann kann man sich hier wahrscheinlich ein Waffenmodul holen. Die allermeisten braucht man wahrscheinlich nicht unbedingt, aber dieses Heilwaffenmodul, was hier, heilende Salve, das will ich haben. Perfekt. So. Dann schalten wir uns mal das Ding hier frei. Und packen uns hier die heilende Salve rein. Genau, weil jetzt Projektile geben Gesundheit zurück, wenn sie einen Gegner eliminieren. Das möchte ich natürlich gerne haben. Brauchen wir aber erstmal noch. Den Generator. Wo war der denn? Hier drin, ne? Ist der Hauptgenerator? Ja. Oder? Ja, aber eine Etage tiefer. Zum Glück kann man sich hier so ein bisschen durchschummeln. Und gute Nacht. So, jetzt haben wir unsere erste Ladung weißes Helidium oder wie das heißt bekommen. Und vor allem aber ist der Generator hier offen. Aber ich hole mir jetzt mal sicherheitshalber da drüben noch ein bisschen Munition. Hier unten hätte es auch nochmal Munition gegeben. Naja. Der legt jetzt hier irgendwie so Minen hin. So, und der erste Bohrer ist erledigt.
Können wir gleich mal die nächste, den nächsten Missionsschritt wieder aktualisieren. Und dann sind wir in dem Dorf, glaube ich, schon ein ganzes Eckchen weiter. Sollen wir mal gucken, ob wir die anderen Bohrer auch gleich ausschalten müssen. Fragmente sammeln. Wie zum Teufel komme ich hier raus? Da ist ein Ohr. Okay. Warum wird man hier hingespawnt? Hä? Also wenn jetzt wenigstens am Ende von dem komischen Rohr rausgespawnt wäre. Das wäre ja noch irgendwie nachvollziehbar gewesen. Aber so? Hä? What's going on here? Ach, die Tornhas sind schon echt süß. Ach guck mal, die haben vorne sogar so ein kleines Gestell dran, damit deren Sabber eingesammelt wird. Was natürlich durchaus sinnvoll ist hier, wo sie das ja brauchen. Wisst ihr was? Jetzt lassen wir uns mal heilen. Wie viel FPS habe ich hier in dem Dorf? 60. Alles Paletti. Das kommt mir manchmal nicht so ganz flüssig vor, aber die Zahlen passen. Hallo. Mirko, tu dies, Mirko, tu das. Mirko, komm her, Mirko. Oh, hey, wie geht's dir? Dieser weiße Stein war in den Bohrgruben. Er ist leicht wie eine Feder und leuchtet vertraut. Was sagst du dazu? Oh, wow, ja, ja, das muss es sein. Ich erzähle ständig allen, dass es weißes Helidium auf diesem Kontinent gibt. Doch keiner will mir glauben. Das ist der Beweis. Meine Anti-Schwerkraft-Theorie stimmt. Deine Anti-was? Schwerkraft ist ein fortschrittliches Konzept. Ich würde es dir ja beibringen, wenn du es verstehen könntest. Ich weiß, was Schwerkraft ist. Aber frag mich nicht nach der Formel. Ich habe alles aus der Schulzeit vergessen. Und eigentlich auch die Schule insgesamt. Schon gut, schon gut. Okay, das wird jetzt etwas kompliziert. Garondars leben so tief im Boden, dass der Druck sie eigentlich zerquetschen müsste. Doch das geschieht nicht. Warum? Weil sie ein Anti-Schwerkraftfeld umgibt. Ich bin nicht sicher, wie sie es erzeugen, doch es hat mit diesem Gestein zu tun, das sie verschlingen. Weißes Helidium. Danach bohren die Invasoren. Sie wollen seine Kraft nutzen. Woher weißt du das alles? Ich lese sehr viele Schriftrollen. Du meinst, wenn ich deine These bestätige, hätten wir die Macht, die Invasoren zu bekämpfen? Hoffentlich muss ich jetzt nicht diesen Stein essen. Nein, obwohl das ziemlich witzig wäre. Das führt mich zu meiner anderen Theorie. Man kann Garondas so abrichten, dass sie Invasoren statt Bonbars angreifen. Das wäre natürlich sehr, sehr nützlich. Garondas abrichten. Erzähl mir mehr. Ich habe Experimente mit Tornhas durchgeführt. Du weißt schon, ihnen Hotis gezeigt, sodass ihr Speichelfluss einsetzte. Pavlov wäre stolz. Sprich weiter. Garondas sind genauso. Löst man den Reiz aus, sabbern sie zwar nicht, jedoch sollten sie am Ort des Reizes auftauchen. Moment mal. Warum sollte ich einen Garondar herbeirufen, der mich fressen will? Sobald er abgerichtet ist, musst du nicht mehr gegen ihn kämpfen. Ich werde das Signalgeschoss so kalibrieren, dass der Garondar nicht an die Oberfläche kommt, aber so nah rankommt, dass du im Kampf von seinem Anti-Schwerkraftfeld profitieren kannst. Wenn du mehr als einen Garondar auf dieselbe Weise trainierst, wird der Effekt umso stärker. Das könnte funktionieren. Was brauchst du, um das zu bewerkstelligen? Ich habe alles auf einer Schriftrolle ausgearbeitet. Siehst du? Mit Feyfrüchten erzeugen wir eine Vibration, die dann einen Garondar anlockt. Der Geruch von Fleisch, etwa Garmorfleisch, bringt ihn an die Oberfläche. Wenn wir weißes Helidium direkt in das Maul des Garondars schießen, ist das wie eine Belohnung für ihn. Wow, 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 immer langsam. In der Highschool war ich ein guter Pitcher. Aber das ist lange her. Ich kann unmöglich einen Stein in das Maul eines Garondars in Bewegung werfen. Aber du weißt, wie man schießt, oder? Wir müssen lediglich ein Trainingssignalgeschoss mit den nötigen Materialien herstellen.
Du hast offenbar bereits an alles gedacht. Bin dabei. Man kann sagen, wie gut kennt der sich denn aus? Das ist der Wahnsinn. Man sollte diese Bohranlagen Kloranlagen nennen, weil ich die wegputze, Kleiner. Großartig. Hey, wenn alle drei Stationen sicher sind, schicke ich jemanden, der das weiße Helidium einsammelt. Momentan traut er sich nicht zu reisen. Die Verfluchten Darondars sind überall. Irgendwie muss man ihnen ausweichen können. Schließlich haben einige das Dorf verlassen und sind in einem Stück wieder zurückgekehrt. Guter Punkt. Selbst Torga war vor kurzem unterwegs. Er hat irgendwo da draußen Osaks gebrochenes Bein geheilt. Erstaunlich, wenn man seine Garondaphobie bedenkt. Garondaphobie, lustiges Wort. Das ist nicht lustig. Torga war wie versteinert. Vielleicht solltest du ihn fragen, wie er sie überwunden hat. Ich würde ja selbst gehen, doch mein Vater will, dass ich das Klo putze. Er erwartet einen wichtigen Kunden. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber hey, er ist der Talaner im Haus. Also putze ich, wenn er es will. Ja, mein Mitgefühl. Och Gott, der Arme. Wo finde ich Feefrüchte? Sie wachsen am Feebaum südöstlich von Bida. Aber darum kann ich mich kümmern. Konzentriere du dich auf die beiden anderen Dinge. Wenn wir die Arbeit als Team aufteilen, geht es schneller. Cool, oder? Ist genau wie Teamarbeit in der Uni damals. Warum ausgerechnet Garmor-Fleisch? Garmor-Fleisch ist das einzige Fleisch, das länger frisch bleibt als Bonbar-Fleisch. Ist es schwerer zu bekommen? Definitiv. Doch wenn du bereits ein Rudel Garmors fürchtest, solltest du dich nicht mit den Garondars anlegen. Bis dann, Mirko. Du weißt, wo du mich findest. So, habe ich auf einen Schlag wieder jede Menge Aufgaben bekommen. Viel zu tun. Torga, hast du kurz Zeit? Kann man Zeit kurz haben? Oh, und danach ist sie weg? Ist bloß eine Rede, egal. Mirko meinte, du leidest nicht mehr unter Garondaphobie. Oh, bei den Jots, das ist schon lange. Wirklich? Wie ist es dazu gekommen? Naja, etwa 50% waren Mut. Ich fühle mich viel tapferer. Und der Rest? Pilam. Ich fand mein Selbstvertrauen in einem Fass Pilam. Oder eher in einem Teich aus Pilam. Da hast du dir aber ganz schön viel Reisemut angetrunken. Oh ja, viele, viele, viele Krüge. Ich war voller Zuversicht, konnte aber nicht mehr gerade gehen. Ich stolperte direkt in den Pilam-Teich, der nach dem Alpha-Vorfall zurückgeblieben ist. Als ich komplett durchnässt aus dem Teich kletterte, ist es passiert. Was ist passiert? Es fühlte sich an, als würde ich schweben. Da sagte ich zu mir, Torga, du schwebst nicht, du bist betrunken, deine Füße stehen auf dem Boden, sieh hin. Also sah ich hin und ich stand nicht auf dem Boden. Ich steckte in dem Anti-Schwerkraftfeld eines Garondars, der aus dem Boden brach und über mir aufragte. Wow, wirklich? Wie hast du das überlebt? Ich glaube, das Pilam hat mich gerettet. Garondars lieben den Geruch von Bonbars, doch sie verabscheuen den von Pilam und alles, was damit in Berührung kommt. Faszinierende These. Mehr als eine These. Seitdem bade ich jeden Mond in diesem Teich und es funktioniert. Die Garondars lassen mich in Ruhe. Du solltest Osak dazu bringen, das mit einem Bonbar zu versuchen. Mir geht's nicht so gut, Shem. Kannst du das ändern? Mögen die Jods deine Wunden heilen. Bleib sauber, Torga. Ich bleibe sauber, du bleibst sauber. Alle bleiben sauber. Aber sein Medaillon rastet aus. Ich finde das so charmant, wie sie diese Orte verflechten. Hey, zwei Talaner leben als Partner zusammen. Wir sind jetzt miteinander bekannt. Ah, okay. Mir wäre es auch lieber, wenn wir Geschäftspartner bleiben. Nicht ich habe hier Annäherungsversuche gemacht. Du kannst stolz auf mich sein, Häuptling. Nach reihenweise Strapazen und einigen Nahtoderlebnissen habe ich mit Marzu zusammen frisches Pilam gebraut. Marzu zu helfen ist Mirkos Aufgabe. Wenn du helfen willst, dann teile mit mir die Pflichten des Häuptlings.
Willst du den Vormittag übernehmen? Ich bleibe bei nachmittags, wenn's dir passt. Nein, danke. Bis dann, Häuptling. Leb wohl. Ich sollte erst etwas Platz schaffen. Marzo, wie geht's? Hast du meinem Sohn gesagt, er soll Abenteuer bestreiten? Wow, ein Moment. Mirko sammelt bloß ein paar Früchte. Wir arbeiten da an etwas. Ein paar Früchte? Er ist mein Sohn und vor allem mein Assistent. Nicht dein J-verdammter Assistent. Meiner. Er sollte gerade für mich arbeiten. Hat er gesagt, wo er hingeht? Er erwähnte, glaube ich, einen Feebaum. Bei den Jots. Als Kind war ich oft dort, aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt wimmelt es dort vor Gamors. Ich muss ihn zurückholen. Warte, das ist meine Schuld. Bleib du hier. Ich bringe ihn zurück. Dein Sohn könnte Zeit mit seinem Vater gebrauchen. Mirko geht's gut. Es gibt Halaner, die für eine Beschäftigung in der Brauerei umkehren würden. Was könnte es Schöneres geben? Hey, bitte, sei mir nicht böse, aber du solltest mehr mit ihm reden. Zuhören wäre noch besser. Okay? Klar. Und jetzt entschuldige mich bitte. Das Pilam braut sich nicht von selbst. Kannst du auch ohne Mirko Pilam brauen? Nicht wirklich. Ich brauche seine Hilfe. Dann stell doch jemand anderen ein. Jemanden, dem die Arbeit in der Brauerei auch Spaß macht. Das ist ein Familiengeschäft. Und Mirko ist mein einziger Sohn. Ist ja wie ihr Onkel Owen, der Luke nicht zur Akademie lassen will. So, warte mal, brauchen wir irgendwas von dem eigentlich nicht, ne? Bis dann. Wir sehen uns, Fremder. Genau, also sein... Die Nebenthemen muss ich, glaube ich, nicht immer abfrühstücken. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die dass die manchmal auch neue Aufgaben freischalten. Also so ganz safe ist es nicht, ob ich die nicht brauche oder nicht. So. Also jetzt haben wir so ein Fragment und dann haben wir hier wahrscheinlich die Mirko retten Quest. Hier, Feyfrucht. Mirko retten. Haha. Heißt sogar so. Perfekt. Aber ist auch nicht weit. Oh, da kann ich unterwegs noch hier diesen kleinen Außenposten zerstören. Oder beziehungsweise die Gorg-Invasion. Gorg-Bedrohung. Was soll man denn da machen? Ich wurde entdeckt. 4 Gamors und 5 von den Flugeinheiten. Jetzt mache ich mir die Hände schmutzig. Gott-Ausbruch voraus. Ausbruch nennen sie das. Also, wenn man es so im Vorbeigehen machen kann, dann passt das. Oh, da hinten wird ein Bohrer abgesetzt. Ich kenne jemanden, der würde sich sehr über diesen Gott freuen. Ich schau mal bei ihm vorbei. Kann ich aber noch nicht zerstören, glaube ich. Also. Nee. Da kann ich nichts machen. Ach, guck mal hier, diese großen Viecher. Die sind so süß. Das Ei wird ausgebrütet. Oh, guck mal, dann können wir dann nachher. Hin. Also das ist quasi fertig.
Ist da irgendjemand? Hallo? Ich bin's, Mirko. Du kannst jetzt herunterkommen. Ja! Oh, Jods. Ich schulde euch was. Pass auf beim... Runterklettern. Oh! Ich brauche einen Schamast. Bringen wir dich zurück ins Dorf. Hast du bekommen, was du wolltest? Ja, fürs Erste habe ich genug Fey-Früchte. Gehen wir zurück zur Brauerei, bevor mein Vater durchdreht. So, warte, bis das Ei schlüpft. Dann beamen wir uns da mal zurück. Auch stabil auf 60 FPS, aber die Framezeiten sind ein bisschen hakelig. Vielleicht kommt es daher, dass es manchmal so ein bisschen wirkt, als sei es nicht absolut flüssig. Aber wie? Also könnte ich jetzt hier noch mehr von diesem Saft ablegen? Nein. Ach, wisst ihr was? Dann kümmern wir uns doch in der Zwischenzeit. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch das Gehege. Mission. Über das Pilam-Experiment reden. Dann machen wir doch das. Wir können warten. Aber ich kann mal schauen, ob ich noch genug Energie für ein Upgrade habe. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Nee, da braucht's ein bisschen mehr jeweils. 200. Aber hier, den Boost könnte ich mir holen. Das ist doch ganz cool. Und beim Kampf reicht's auch für nix. Hi, Marzo. Mirko ist zurück mit den Fey-Früchten, die extrem gefährlich sind. Wisst ihr auch wirklich, was ihr da tut? Ich vertraue deinem Sohn voll und ganz. Er ist der Kopf dieser Aktion. Jagt nichts in die Luft, okay? Mirko ist in Bieder nicht sicherer als sonst irgendwo auf diesem Planeten. Lass ihn ziehen, damit er seinen eigenen Weg gehen kann. Damit er ein Fühler in Prokriana wird? Bist du wahnsinnig? Die Invasoren machen Jagd auf Fühler. Mein Sohn wird auf keinen Fall wegen eines dummen Traums umgekehrt werden. Er könnte der Sache eine große Hilfe sein. Welche Sache? Meine einzige Sache ist Pilam. Und Mirko ist mir dabei eine große Hilfe. Bis dann. Wir sehen uns. Das läuft nicht so gut. Osak ist der Hüter hier, ne? Ah, das ist doch geil. Verbraucht allerdings oben Energie, aber die lädt ja schnell nach. Oh, du bist es. Die Garondas sollen sich von deinen Bombas fernhalten? Dorga hatte eine Theorie, die so verrückt ist, dass sie funktionieren könnte. Theorien sind nicht mein Ding. Ich bin ein praktischer Talaner. Dann nennen wir es ein Experiment. Jetzt hör zu. Garondas reagieren auf Pilam allergisch. Torga badete also in Pilam, um seine Garondaphobie zu heilen. Gesundheit! Um seine Garondaphobie zu heilen. Nochmal Gesundheit! Garondaphobie? Wie man so schön sagt, aller guten Dinge sind drei. Genau. Kurz gesagt, der Alpha-Garonda hat einen ganzen Teich von dem Zeug ausgekotzt. Wenn du deine Herde in Pilam tauchst,
wird sie kein Killerwurm von hier bis Kisa anrühren. Das klingt so verrückt, dass es funktionieren könnte. Meine Rede. Wollen wir es gleich jetzt versuchen? Das Pilam-Experiment. Treibt die... Oh nein, ich muss sie irgendwo hintreiben. Die Bombas in die Pilam-Pfütze, damit sie sich mit dem Getränk vollsaugen. Gott sei Dank sind es nur drei. Der Rest der Herde wird gefressen. Hopp, rein mit dir da. Ist auch geil. So, alle gerettet. Ah, schade, jetzt ist die, ist der Dings ausgekattet worden. Der Funkspruch. Boah, dann ist das jetzt ja auch erledigt, oder? Schauen wir doch mal. Also, im Bidar wird jetzt das, Pilam gebraut, das heißt, es dauert ein bisschen. Hier wird das Ei ausgebrütet und ich kann dazu aber nichts beitragen, oder? Warte, bis das Ei schlüpft. Brutfortschritt sieht man hier oben. So, dann könnten wir mal hier hinfliegen, um mit Fiesel über die Ohrenspuren zu sprechen. So. Alternativ habe ich hier noch das Kraftfeld der Basis ist noch aktiv. Kraftfeld der Basis ist aktiv. Kraftfeld der Basis. Also das sind alles Bohrer. Bohrerbasis. Ne, das ist normale Basis. Das ist eine Bohrerbasis. Ich meine, ich könnte halt auch die schnell machen, ne? Das Kraftfeld kann ich ja ausschalten. Ist zwar jetzt nicht direkt eine Aufgabe, aber irgendwann muss ich sie ja eh machen. Und ich muss ja vor allem auch 10 von diesen Basen für die Hauptquest erledigen. Also es ist ja nicht nur die Leute wieder vereinen, das Volk hier, sondern halt auch die 10 Basen ausschalten. So, da ist eine andere Art von Schild. Ist die Frage, kann ich da irgendwie an der Seite irgendwie rein? Ne, hier ist dieser Schild und bei dem anderen komme ich auch nicht rein. Ja gut, dann soll ich das wahrscheinlich noch nicht machen. Weil hier pralle ich gegen, ne? Ja. Ne, dann... Dann ist das noch nicht das Rätselslösung. Da brauchen wir irgendwas anderes für. Geh mir nicht auf den Sack, Vogel. Hier ist eine kleine Sprungprüfung, die könnte ich machen. Eine leuchtende Blume. Ich
Hier hilft natürlich auch jedes Sprung-Upgrade extrem weiter. Weil es diese ganzen Herausforderungen deutlich einfacher macht. So. Das ist ein kleiner Außenposten. Das Geländerei schlüpft. Ich würde jetzt trotzdem erst noch kurz zu dem Typen an der Küste fliegen. Und danach schauen wir uns das Galente-Ei mal an. Also das Traversal in der Welt ist wirklich cool. Ist halt nirgendwo groß was, ne? Das ist ein bisschen. Es lohnt nicht wirklich auf systematische Erkundungstour zu gehen, also irgendwie direkt wegen Folgen, aber. Ach guck mal, hier ist jetzt das Standdorf. Die Küste mochte ich schon immer. Und da müsste ich aber auch erstmal das Dings finden. Zappas der Oka ist immer noch inaktiv. Wenn du nach seinem Kern suchst, meine Dolotai-Wächterinnen haben ihn beim Außenposten der Invasoren in der Nähe des Strands gefunden. Vielen Dank, Ias. Ich kann die Koordinaten auf der Karte sehen. Genau, also man muss jetzt erstmal hier wieder das Tor aktivieren. Und... Ach, kommt schon! Da ist auch schon die Basis dafür. Ja, alles auf dem Weg. Und dank Heilfunktion komme ich auch heil aus den Kämpfen raus. Wunderbar. Richtig hassen, Zirkusbots. Ach, guck mal hier. Feuer zielsuchende Geschosse ab. Die intelligente Kugel. Und hier ist der Kern. Wunderbar. Dann haben wir den. Und dann gehen wir aber erstmal zum Leuchtturm. Sieht auch wieder so cool aus, der Leuchtturm da hinten. So schön gemacht mit diesem ganzen, also diese ganze Holzarchitektur und so. So ein geiles Grafikset insgesamt in dem Spiel. Total cool.
Also die Grafiker von denen haben echt was drauf. So. Jetzt habe ich einen Tagebucheintrag gefunden und Wiesel. Hier bin ich noch nicht begegnet. Ich weiß. Ich bin Wiesel, der Reisende. Du bist der sogenannte Ulukai. So in der Art. Wohin bist du unterwegs? Reisen ist ziemlich kompliziert geworden auf Adelpha. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber da ist eine Invasion im Gange. Ist nicht wahr. Bist du wegen der Orim-Spuren hier? Ich weiß alles über sie. Orim-Spuren, hm? Was ist das? Ich habe diese Pflanzen nach meinem Partner benannt, Orim. Wir sind gemeinsam gereist, aber Orim ist auf einem gefährlichen Pfad nahe Palana umgekehrt. Orim und ich haben diese Spuren schon dokumentiert, als wir noch frisch verliebt waren. Direkt aus Kisa. Das sind faszinierende Pflanzen. Wusstest du, dass man sie auf dem gesamten Planeten findet? Und das war's? Ihr habt nur über sie geschrieben? Also sie studiert, oder? Oh, keineswegs. Orim und ich haben keine Ausbildung in Procriana und all das erhalten. Wir haben nämlich vom Helidiumhandel gelebt. Man kann Helidium am Ende jeder Spur einsammeln. Also sind wir überall hingereist, wo wir es finden konnten. Und sind ziemliche Experten geworden. Und was machst du hier oben? Orims Hazardes hat diesen Leuchtturm in Besitz genommen, damit ich einen besseren Blick auf die Spuren habe. Ich bin traurig, dass wir das nie gemeinsam zu Ende bringen werden. Darf ich weitermachen, wo du aufgehört hast? Aber gerne. Das wäre ein Segen der Jots. Halte mich bitte auf dem Laufenden. Ich will alles über die Spuren wissen, die du findest. Ich wusste nicht, dass Helidium auch in Pflanzen wächst. Du hast neue Orim-Spuren gefunden? Prima! Manche sind ziemlich anspruchsvoll, nicht wahr? Was machst du hier? Ich denke meistens über die Vergangenheit nach. Ich wollte jede Orim-Spur auf Adelpha finden, aber dann kamen die Invasoren. Eine Schande. Das war ich Orim schuldig. Ich sollte besser los, Wiesel. Okay, das war jetzt nicht ganz so ergiebig. Hier sehen wir übrigens schon mal, da hinten, da ist auch noch ein Dorf. So ganz oben in den Felsen. Das hat man in der... das hat man in der Dings schon gesehen, in den ersten Screenshots vom Spiel. So, in Zappa können wir das Daoka aktivieren, um uns den Ort freizuschalten. Müssen wir sowieso machen, weil da gilt es jetzt wieder, jede Menge Leute kennenzulernen und Aufgaben zu besorgen. Aber da müssen wir eh nochmal hin. Die Dinger können wir nicht machen. Wir können hier uns das Galenta-Ei beim Schlüpfen anschauen. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Also, bis denn. Tschüss.